Er hat nichts sagen können. Ich habe Angst. Mit Angst konnte er nichts anfangen. Er hat das dann so geäußert: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Hilfe, Mama, ich bin tot. Herzlich willkommen zu Selbstbestimmt Leben, dem Podcast der Stiftung Haus Lindenhof. Heute begrüßen euch an den Mikros Iris Schmalfeld und Katharina Stumpf. Wir sind heute natürlich wieder nicht allein, sondern haben heute zwei Damen bei uns. Heute geht es nämlich um den Nils. Und wir begrüßen ganz herzlich die Mutter vom Nils, Helga Städele. Hallo. Und unsere Nadine Kraus aus dem Haus Gabriel. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe schon gesagt, es geht heute um den Nils. Und vielleicht, wenn die Mama mal eine kleine Einführung macht, wer ist denn der Nils und was ist so das Besondere an ihm? Warum ist es lohnenswert, sich mal einen Podcast über den Nils anzuhören? Ja, der Nils ist mittlerweile 44 Jahre alt, ist mit einem Down-Syndrom auf die Welt gekommen und ist einfach nur ein ganz toller Typ, der gerne gelebt hat und auch noch gerne lebt, der natürlich zwischenzeitlich leider an Demenz erkrankt ist, aber es ist eine lange Geschichte. Soll ich mal wirklich vorne anfangen mit der Geburt und wie es dann ging? Ja, sollen wir das so machen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja. Also, er ist am 11. Februar 1980 geboren. Dann war irgendwie nach 3 Tagen klar, das war dann übrigens der Geburtstag seines Vaters, dass irgendwas doch nicht mit ihm stimmt. Er hatte allerdings auch eine starke Gelbsucht. Auf jeden Fall, nach dem 3. Tag hat man uns aufgeklärt darüber. Man muss bedenken, es ist 44 Jahre her. Man war vorsichtig mit der Formulierung. Man ist also so vorgegangen, dass man gesagt hat, ja, es könnte sein. Und es hat sich dann erst ein paar Tage später wirklich herausgestellt, ist klar, es ist ein kleiner Junge mit einem Down-Syndrom und einer Gelbsucht. Ja, vielleicht erwähnenswert bei der Entlassung im Krankenhaus, das sind die Dinge, die mich lange verfolgt haben. War ein sehr alter Kinderarzt zuständig für dieses Entlassungsgespräch und ich hatte natürlich viele Fragen. Logisch, nicht, wenn man weiß, man kommt jetzt nicht mit einem gesunden Kind nach Hause. Und dieser Arzt hat dann irgendwann zu mir folgenden Satz gesagt: Machen Sie sich mal nicht so viele Sorgen und fragen Sie nicht so viel, der wird sowieso nicht alt. Und mit diesem Satz bin ich raus und habe gedacht: Dir zeige ich es. Ne? Von wegen, warum sollte der nicht alt werden? Und war natürlich vor 44 Jahren schon alles noch ein bisschen anders, ja. Wir hatten eine tolle Kinderärztin, die hat auch gesagt, ja, das ist Blödsinn, das ist Quatsch, die können auch schon älter werden, das ist gar kein Problem. Ja, und dann hat sich der Nils auch relativ gut entwickelt. Mit 16 Monaten konnte er frei laufen. Ich muss dazu sagen, ich war mehr mit ihm auf dem Teppichboden und habe meine Jeans gerenscht sozusagen und habe ganz, ganz viel mit ihm getan. Also er konnte laufen mit 16 Monaten, er konnte dann auch selbstständig essen. Also er hat eigentlich alles irgendwie immer geschafft. Ein bisschen später, ein bisschen verzögert und meistens immer so, dass ich gedacht habe, ach nee, komm, lass ihn in Ruhe, er kann es einfach nicht. Und dann kam am nächsten Tag ging was. Ja, ob das jetzt das Essen war, das Fahrradfahren, das Schwimmen lernen. Also letztendlich konnte er wirklich alles. Er konnte auch gut sprechen. Wir haben ganz, ganz viel miteinander trainiert, damit auch seine Körperspannung in Ordnung kommt. Ja, und dann hat alles so einen ganz normalen Verlauf genommen eigentlich. Kindergarten, wir haben uns anthroposophisch orientiert. Kindergarten hat er zusammen mit seinem Bruder besucht, der dann 2,5 Jahre später auf die Welt kam. Ja, Schule kam ja dann, war das große Thema, was machen wir, wo soll es denn hingehen? Klar war, dass wir anthroposophisch da nicht weitermachen konnten. Damals in Winterbach, da war dann auch die Schule gleich vor der Haustür. Er wurde getestet und wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen keine G-Schule. Weil, das muss man dazu sagen, wir waren natürlich dort, wir haben uns vorgestellt, aber die Menschen, die auf ihn zukamen und eben nur eben lautiert haben und immer gleich versucht haben, ihn irgendwie in den Arm zu nehmen, die haben ihn eher Angst gemacht. Ja, das ging gar nicht, da wollte er gar nicht hin. Dann haben wir die G-Schule
gelassen und sind dann in eine V-Schule, das ist die Albert-Schweitzer-Schule in Schorndorf gewesen. Dort waren in den unteren Klassen zwei Lehrerinnen, die ihre eigenen Kinder in, auf dem Engelberg, also anthroposophisch untergebracht hatten. Die haben auch so unterrichtet. Und dort hat der Nils tatsächlich gelernt, schreiben und lesen, und zwar wunderbar. Rechnen ist sehr abstrakt, das war dann auch nicht so wichtig für ihn. Aber das soziale Verhalten war total toll, denn eine V-Schule, wie man weiß, hat ja eben schwierige Schüler. Und ich habe immer wieder hören müssen, dass der Nils eine starke positive Wirkung hatte. Nicht nur auf Lehrer, auch auf die Schüler. Also auch die schwersten Schüler, die eigentlich sehr, sehr schlecht, ja, die schwer zugänglich waren, die haben den Nils in den Arm genommen, haben ihn gestreichelt, er durfte auf dem Schoß liegen, er durfte schlafen. Also ich habe immer was Positives mitgekriegt. Natürlich schulisch waren wir nach 3 Jahren da am Ende. Und dann stellte sich ja wieder die Frage, wie geht's weiter? Und schweren Herzens haben wir dann uns entschieden, ihn in den Schwarzwald zu geben. Da war er 12. Aber eben auch eine anthroposophische Einrichtung. Schwer war es eben nur deshalb, weil er die ersten 4 Wochen gar keinen Kontakt mit mir haben durfte und dann eben auch nur in Ferien und Urlaubszeiten nach Hause konnte. Das war so, sagen wir mal, das erste schlimme, traurige Erlebnis, was wir miteinander bearbeiten mussten. Ja, zwischenzeitlich kam auch noch die persönliche Veränderung, weil dann stand einfach eine Trennung von meinem Mann an und das alles war nicht so ganz einfach, auch für alle Beteiligten. Nils auf jeden Fall und ich, wir haben wirklich über einen sehr langen Zeitraum gelitten. Das heißt, immer wenn er nach Hause kam, ich musste ihn anfänglich ja holen, später konnte er das ja alles selber, und dann wieder gehen musste, haben wir immer geweint. Das ging gar nicht. Das hat ewig angehalten. Und jetzt kommt's. Wieder war es der Nils, der irgendwann irgendwo zu mir gesagt hat, hör mal, Mama, wortwörtlich, Dinge, die wir nicht mehr ändern können, die müssen wir so nehmen, wie sie sind. So. Und dann habe ich gesagt, ja, dann brauchen wir auch nicht weinen. Weil das, was wir machen, ist schon so in Ordnung. Wir brauchen da nicht traurig sein. Von dem Tag an haben wir dann auch nicht mehr geweint. Es war dann in Ordnung, auch für ihn. Ja. Und so ging das immer weiter. Er hat da wirklich eine ganz tolle Ausbildung, nicht, aber diese Schule war wunderbar, viel, ja, eben anthroposophisch, nicht? Viel Handwerkliches gelernt und aber auch immer weiter. Nils hat tatsächlich so Grundbegriffe im Englischen gelernt. Er weiterhin konnte gut schreiben, er hat gelernt, ja, nachher mit dem PC umzugehen und so. Es war einfach toll. Es war die richtige Entscheidung, weil zu Hause war klar, Mama lässt eher mal alles durchgehen und drückt dann im Auge zu und sagt, nee, dann musst du es auch nicht machen und so. Nicht, wie das eben ist. Aber dort hat er wirklich eine riesen Selbstständigkeit erlangt. Es war ganz, ganz toll. Das ging dann weiter. Vom Schulischen kam ja dann dieses BBB, Berufsbildungsgeschichte. Mhm. Die hat er dann dort in einem anderen Gebäude, aber das gehört ja immer noch zusammen. Es ist einfach eine Einrichtung gewesen für seelenpflegebedürftige Kinder in Unterlengenhardt bei Bad Liebenzell. Mhm. Ja, und dann ging es weiter. Und der Nils war, das muss man noch dazu sagen, der einzige Schüler oder ja, der einzige Schüler, der eine geistige Behinderung hatte. Also alle anderen waren tatsächlich nur seelenpflegebedürftig. Was ja auch, ne, kann man ja, ist ja ein breites Spektrum eigentlich. Aber der Nils war der einzig geistig behinderte Junge überhaupt in der ganzen Einrichtung. Und sie haben dann damals auch gesagt, okay, haben wir noch nie gehabt, wir lassen uns darauf ein. Später und jetzt sind da ganz viele mittlerweile mit einem Down-Syndrom. Ja. Also dann kam diese Geschichte, Ausbildung, was machen wir, wohin? Ja, wohin? Und da waren die gar nicht drauf eingestellt, da ging es immer nur um die Schule. Aber weiter haben die nicht gedacht. Und wieder war mein Nils der, wo sie gesagt haben, ja, aber wir müssen ja was machen. Die müssen ja alle irgendwo weitermachen. Und dann wurde gebaut und 2003 wurde dann da eben ein alter Bauernhof in der Nähe von Pforzheim gekauft und wurden neue Gebäude erstellt, weil sie gesagt haben, so jetzt geht's weiter. Wir müssen weitermachen, unbedingt, weil
auch die, die jetzt bei uns alle aus der Schule kommen, brauchen eine Perspektive. Ja, und das haben wir dann gemacht. Nils war der absolute Bauer. Ja, das klingt komisch, aber er hat wirklich, er konnte über 50 Kühe mit Namen benennen, ohne dass er hat ein Buch geführt darüber, wie sie heißen und wie die, der Vater Bulle hieß. Und, ne, und das hat er auswendig gekonnt. Zwischenzeitlich, damals hatte ich mir überlegt, ob ich ihn nicht mal anmelden soll bei, wie hieß das, Wetten, das? Wetten, das. Weil er hätte da wirklich dazu beigetragen, dass viele sich gewundert hätten. Also er ist da geblieben bis und hat auch viel gesehen in der Zeit. Die haben große Reisen gemacht, die sind auch mal nach Kreta oder nach Zypern oder sonst wohin. Und der hat immer auch ein bisschen für Aufregung gesorgt, das muss man einfach sagen, weil es war immer so. Entweder er ist einen halben Kilometer hinten gelaufen oder er war einen Kilometer weiter vorne. Und das ist in einem Land, wo man sich nicht auskennt, war das teilweise nicht ganz so ungefährlich. Aber er hat das alles prima überstanden, ja. Und dann ist er, war 2015, ich kürze es jetzt mal einfach ein bisschen ab, haben wir sich überlegt, okay, was machen wir jetzt irgendwie, lassen wir ihn dort oder holen wir ihn in unsere Nähe? In unsere Nähe heißt, wir wohnen in, also damals war es noch Winterbach, nee, stimmt nicht, war schon Lorch. Und wir haben dann gesagt, okay, er soll näher ran, damit er an Familienfesten teilnehmen kann, damit wir mehr Kontakt noch haben und eben nicht immer so beschränkt sind auf diese paar Wochen, die er da ist. Und dann ist er nach Welsheim gekommen, in die Laufmühle und hat dort bis, also 2015, ja, da ins ambulant betreute Wohnen und dort wiederum alles ganz selbstständig. Ja, also Freunde, mit denen er dort gewohnt hat, Wäsche waschen, einkaufen, Busfahren, alles. Ich hatte, ja, ich möchte da noch erwähnen, er konnte ja auch zwischenzeitlich dann selbst mit dem Flugzeug war er unterwegs und hat eine Freundin auf Ibiza besucht, hat seinen Bruder mit dem Flugzeug in Dresden besucht und die Familie dort. Und er konnte wirklich alles, Bus, Bahn, er konnte ja lesen. Das war sein großer Vorteil. Ich sag mal so, mit Stuttgart 21 wäre er jetzt überfordert, aber das bin ich ja schon. Ne? Also das ging. Er wusste genau, wie es läuft. Und dann kam 2018 der erste Anruf, dass er morgens nicht in der Werkstatt angekommen ist. Und wir haben natürlich uns dann sofort mal Sorgen gemacht, warum, wieso, weshalb. Ja, es war nicht so einfach, weil er hat einfach nicht mehr gewusst, wo ist denn jetzt mein Bus? Wo fährt der eigentlich ab? Und so hat es angefangen. Mhm. Und er ist dann quer durch den Wald gelaufen. Da war abenteuerlich, diese Strecke. Aber das wusste er wohl noch. Man kann auch in die Werkstatt laufen, weil das Wohnen oben in Welsheim und unten die Laufmühle, das liegt bestimmt einen Kilometer, vielleicht auch 1,5 Kilometer entfernt. Ja, und dann am Anfang, ja, kann ja mal vorkommen, nicht? Und man hat das dann so ein bisschen weggetan. Und dann hat sich das ja auch gehäuft. Ja. Er ist dann auf die Straße gelaufen, was er eigentlich nie gemacht hat. Er hat sich im Wald verlaufen. Das war, seine Arbeitsstelle war eben dieses Erfahrungsfeld der Sinne, dort sauber zu halten und zu gucken, ob er was sieht, was man reparieren müsste. Und er hat einfach dann nicht mehr zurückgefunden. Und dann war irgendwie klar, irgendwas läuft total aus dem Ruder. Ja, das ging dann auch ganz schnell, dass wir festgestellt haben, also er kann auch nicht mehr selbstständig leben. Ich mir dann viele Sorgen auch deshalb gemacht habe, weil er einmal die Woche offizielles Mitglied war im Musikverein in Welsheim und ist dann eben nachts alleine durch die Gegend. Und ich habe mir dann immer überlegt, wenn er jetzt sein Handy nicht mitnimmt oder den Schlüssel vergisst, was macht er wohl? Also es wurde zusehends bedrohlich für ihn. Ja, und einfach wichtig, dass wir gesagt haben, nee, so nicht, geht nicht. Das selbstständige Leben hört jetzt einfach auf und wir haben ihn dann nach Hause geholt. Er war dann 2 Jahre in Lorch und ich bin morgens Laufmühle, habe ihn hingebracht, abends wieder abgeholt. Dann aber schon nicht mehr in der Werkstatt, also schon so eher ein bisschen betreut in der Wohngruppe und so. Es war schwierig, weil er auch gemerkt hat,
dass man ihm ein bisschen was wegnimmt, jetzt schon von seiner Selbstständigkeit, von seinem Leben. Man hat ja auch immer mit ihm gesprochen, man hat versucht, ihm zu erklären, aber das war ja auch ganz schwer für ihn, das zu verstehen. Er konnte es ja, er konnte ja so viel, nicht wahr? Und ja, dann ging es einfach eine ganze Weile gut und dann hat man schon gemerkt, er kann nicht mehr richtig laufen. Es wurde immer schwieriger. Er konnte nicht mehr ins Auto einsteigen. Die Sprache hat nachgelassen. Also es ging wirklich drastisch schnell. Und dann hat er im Sommer, nee, andersrum, er hat den ersten epileptischen Anfall bekommen im Februar. Genau. Komischerweise wie am Geburtstag seines Vaters, 14. Februar, da wo wir damals auch hören mussten, was mit ihm überhaupt ist. Das war der erste Anfall, für mich ein furchtbarer Schock, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Und das ging dann weiter, dass er im Sommer, irgendwann im Juni, glaube ich, war es, oder Anfang Juli, eine ganz schlimme Angststörung gekriegt hat, die dann eben auch in die Richtung ging. Ich denke, er hat gespürt, jetzt mein Leben, das verändert sich. Er konnte das aber niemals in Worte fassen. Ja, er hat zwar Gefühle zeigen können, er wusste, das macht er ja heute noch, durch und durch, aber er hat nichts sagen können. Ich habe Angst. Mit Angst konnte er nichts anfangen. Er hat das dann so geäußert: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Hilfe, Mama, ich bin tot. So, genau so hat er das dann geäußert. Und ich am Anfang immer gedacht habe: Gott, was geht? Was meint er denn, wenn ich bin tot? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, du bist nicht tot, wir sind doch alle da. Ja, aber hilf mir, Mama. Ja, also und dann kam wirklich mal eines Morgens, hat er angefangen zu schreien und hat gar nicht mehr aufgehört. Er hat nicht aufgehört, Stunde um Stunde. Das hat dann dazu geführt, dass wir ihn in die Psychiatrie geben mussten. Er ist noch hineingelaufen und am nächsten Tag saß er im Rollstuhl. Mit Verdacht auf Schlaganfall, weil er nämlich wirklich völlig schräg saß. Ich habe mir damals wahnsinnige Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, Schlaganfall brauchen wir ja auch nicht noch obendrein. Was mir nicht so klar war, dass natürlich Tavor zum Einsatz kam und das hat dazu geführt, dass da kann man einfach nicht laufen in der Dosis, wie er sie wohl gekriegt hat. Ja, ja waren dann ein paar bittere Wochen, ich weiß gar nicht, 2, 3 Wochen waren wir dort, bis er eingestellt war. Aber an Laufen war nicht mehr zu denken. Und dann kam dieser Glücksmoment eigentlich, weil wir hatten hier schon mal im Lindenhof angefragt. Da konnte der Nils noch laufen, nicht wahr? Das weißt du. Und haben dann aber gesagt, okay, wenn es soweit ist, wir melden uns, wir schauen. Und dann habe ich hier noch, da war die Frau Blum ja noch zuständig, die Frau Blum angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich brauche einen Platz. Also zumindest mal jetzt so vorübergehend einfach mal zu gucken. Und Nils sitzt im Rollstuhl, ich kann das zu Hause nicht bewältigen mit dem Rollstuhl, nicht? Keine Möglichkeit. Ja, dann haben wir das getan, dann ist er hierher gekommen und ja, dann hat eine Zeit angefangen, auch für mich, die unendlich schwierig war. Ja, da muss ich jetzt mal abbrechen. Weil ich wollte nicht sehen, was los ist, klar. Und dann, ja, dann ging es wieder darum, ja, was hat mir Mut gegeben, dann zu sagen, okay, es wird schon irgendwie werden, es dauert. Ja. Das hat dann auch gedauert. Ich weiß nicht. So wie die Frau Blum damals vorausgesagt hat, 2 Jahre müssen die sich schon geben, aber sie müssen auch auf sich aufpassen. Ja, und so war es dann auch, ne? Also ich bin keinen Abend weggefahren, ohne zu weinen. Aber mir ist dann der Nils wieder eingefallen, ne? Dinge, die wir nicht ändern können, die müssen wir so nehmen, wie sie sind. Ja, und das hat mir dann schon auch immer wieder geholfen. Heute ist es eigentlich gut, wenn man sagen kann, das ist gut. Ja, es ist ja eigentlich nicht gut, aber man kommt dahin und irgendwann akzeptiert man, dass es eben doch auch hier wieder ist, wie es ist. Auch man hört auf, nach diesem
warum, weshalb zu fragen. Schon mit der Geburt hat man ja gefragt, ja, warum? Dann dieses Fragen hat keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn. Und hier war dann für mich, irgendwann habe ich dann auch gedacht, wenn du so weitermachst, dann hat er bald dich auch nicht mehr, weil du klappst ja dann irgendwann zusammen. Also das soll ja nicht sein. Okay, dann wie kann ich es machen? Ja, wie kriege ich es hin? Und ja, dann habe ich mir einfach auch gesagt, nee, nimm es einfach an. Du hast nur diese eine Chance und guck, was er jetzt noch kann und was du jetzt noch mit ihm machen kannst. Und so, da stehen wir ja auch gerade. Und dann muss ich sagen, man kann noch ganz viel mit ihm machen. Und was ich nicht vergessen möchte zu erwähnen, ich habe in Nils Bezugsbetreuerin hier in der Nadine einfach jemanden gefunden, die mir immer auch wieder Mut gemacht hat und hat gesagt, komm jetzt, mach mal, ja, nimm so und guck und versuch mal auch, er ist ja immer noch ein Toller, nicht? Und ja, ich habe sehr viel Zuspruch gekriegt, also gerade eben Nadine und eben auch noch andere liebe Menschen, die da ihn pflegen und um ihn rum sind. Ja, und dann habe ich irgendwann auch da aufgehört zu weinen und habe gesagt, okay, also jetzt neue Aufgabe, alles neu, lass dich drauf ein und versuche einfach mal zu sagen, okay, das wird nie besser, das wird schlimmer. Und wenn du das aushalten willst, dann hast du nur diese eine Chance. Annehmen und sagen, okay, das heißt natürlich nicht, dass ich nicht ab und zu immer noch da todtraurig weinen muss darüber, dass es so ist, wie es ist. Nur letztendlich ist es wirklich so. Ich kann ihn nur stützen, ich kann nur wirklich viel für ihn tun, wenn ich nicht selber mich aufgebe und sage, ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin oder so. Das war mir dann irgendwann klar. Mit Höhen und Tiefen natürlich. Immer wieder musste er nach Winnenden, weil er einfach ja immer wieder eine Angststörung gekriegt hat und das waren schon, dieses Rauf und Runter ist für uns alle und für die ganze Familie auch sehr schwer, ne? Er hat einen Bruder, der ist weit weg leider in Dresden, aber die Familie ist da, da ist schon ein großer Zusammenhalt auch, da wird schon auch mein Sohn in Dresden, der immer sagt, Mama, wenn irgendwas ist und du nicht kannst, springe ich ein, ich komme, ich helfe. Eine Tante, die er unheimlich liebt, der Nils, die seine Lieblingstante ist, die immer wieder aussagt, wenn du mich brauchst, dann komme ich. Also, ja, der Vater, der, sagen wir mal so, sich ein bisschen zurückzieht, aber weil er einfach sagt, er kann das nicht. Er kann das einfach nicht aushalten. Das ist nichts, das belastet ihn zu stark. Und wenn ich ehrlich bin, sage ich, ja, mich ja auch, aber ich muss ja auch und ich will ja auch durch. Aber das ist vielleicht, muss man akzeptieren, dass es eben auch manchmal Menschen gibt, die das nicht aushalten können und das dann auch einfach so zeigen, indem sie gar nicht kommen, na, oder selten kommen. Ja, und das ist so der Stand, wo wir jetzt sind. Nils geht es im Augenblick ganz gut. Ja, er ist, sagen wir mal so, er ist still und er ist in sich gekehrt und er kann natürlich weiterhin auch nicht essen und er braucht ganz, ganz viele liebe Hände, die er ja auch hat, die hat er wirklich. Und ich versuche eben ganz, ganz viel bei ihm zu sein. Also wir haben anfänglich gesagt, okay, ich komme Mittwoch und ich komme sonntags und mittlerweile habe ich gesagt, nee, geht nicht. Ich muss kommen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich kommen muss. Ich möchte bei ihm sein. Das mache ich so oft, wie ich kann. Und ich glaube, dass das der Weg ist, einfach, wenn man bereit ist zu sehen, dass nur, wenn man annimmt, dieses Schicksal, kann man es bewältigen, irgendwie. Also für mich ist es so. Es wird sicherlich andere Mütter, andere Eltern geben, die einen anderen Weg finden, die einen anderen Weg suchen müssen, weil es so nicht geht. Für mich ist es der Weg. Nils ist für mich nach wie vor, wir sind sehr, sehr eng verbunden. Wenn ich weine vor ihm, dann sehe ich, er weint fast mit. Das kann er gar nicht gebrauchen, das konnte er noch nie. Also weine ich nicht, ich versuche es wenigstens. Im Gegenteil, ich probiere immer mit Lachen und irgendwas an ihn ranzukommen. Mittlerweile weiß er auch nicht mehr so genau, wer ich bin. Aber
Es war natürlich auch eine schmerzhafte Geschichte, wenn man merkt, okay, eigentlich kommt Nadine rein, dann lächelt er die Nadine an und dann denke ich, oh prima, was ist mit dem Lächeln für deine Mama? Aber es sind die Menschen, die ja immer um ihn rum sind, die sieht er ja auch viel öfter noch. Das ist für mich klar, ist so, passt. Aber ich denke, das Schlimmste habe ich bis jetzt mal so überstanden, wohl wissend, dass das, was noch kommt, noch viel schlimmer werden wird, da bin ich ja ganz sicher. Ja, wir hatten auch an Weihnachten jetzt schon so eine Situation, Krankenhaus 3 Wochen lang, erst Bronchitis, dann beidseitige Lungenembolie und ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich kriege meinen Nils nicht mehr hier raus aus dem Krankenhaus und hier rein, zurück in den Lindenhof zu Menschen, die er mag, aber er ist ein echter Kämpfer. Was sagst du immer so schön? Ja? Erzähl dir. Das ist ja ein Chromosom zu viel und das ist das Kämpferchromosom. Ja, und das glaube ich ist so. Alle haben wir irgendwie gedacht, nö, irgendwie sieht es elend aus und vielleicht schafft das nicht. Und ich vor allen Dingen habe auch gedacht, ich habe ihm das dann auch gesagt, dass er gehen darf, dass ich ihn nicht klammere, dass ich ihn nicht festhalte. Wohl hat er aber Gott sei Dank entschieden, er bleibt. Ja. Und es ist gut so jetzt. Und ich denke auch nicht, was morgen ist und was übermorgen ist und was in einer Woche ist oder im nächsten Jahr. Ich habe mir vorgenommen, immer den Tag zu sehen. Das ist auch ein Tipp gewesen von der Nadine. Guck doch nicht so weit, sondern an das Jetzt und an das Hier. Und das geht. Das heißt aber, mal schläft er nur und mal kann er gar nicht. Und dann wieder hat er einen ganz fröhlichen Tag. Es geht rauf und runter nach wie vor. Aber es geht. Ich kann es aushalten. Ich ertrage es jetzt. Ja, ich mache mir immer wieder klar, auch wenn es schlimmer wird, muss es gehen. Weil ich möchte es schaffen. Nicht nur für ihn, sondern auch für mich und umgekehrt. Wir müssen das miteinander schaffen. Das ist mein großes Ziel, dass ich durchhalte. Man weiß ja nie, ne, wie lange wird er noch sein. Aber solange wie er ist und ich gesund bleibe, wird er nicht ohne mich dadurch gehen müssen. Und das ist dann auch gut so. Ja, das ist die Geschichte vom Nils in Kurzfassung. Da gäbe es noch viel zu erzählen. Ja, so ist es. Also vielleicht muss ich noch was erzählen. Das ist nett gewesen, das sehen Sie vielleicht daran auch, dass der Nils auch immer dazu beigetragen hat, wieder auch, dass wir gedacht haben, meine Güte, wo holt er es bloß her? Also er wollte immer seinen Führerschein machen und hat immer, ich wusste, er ist clever genug, ja, ich lege ihm da Bogen hin, die habe ich auch geholt, die hat er auswendig gelernt, ging alles. Ich habe natürlich ihn... Das ist vielleicht nicht so toll, aber er durfte fahren. Nicht? Wir hatten ein Automatikauto. Ich habe ihn ein bisschen fahren lassen, irgendwo im Wald. Und er hat es ganz gut hingekriegt. Aber klar, ich habe ihm immer gesagt, guck mal, du musst ganz schnell reagieren und dies. Lassen wir es doch einfach. Ich kann ja auch kein Flugzeug fliegen. Es ist ja auch nicht so schlimm. Und da war eine ganze Weile Ruhe. Und dann habe ich ihn mal wieder abgeholt aus dem Schwarzwald. Und dann hat er wieder angesetzt, du Mama, und dann, wenn ich denn mit meinem Führerschein, und dann habe ich gesagt, hör mal, das Thema hatten wir eigentlich schon. Und dann sagt er, Mama, kannst du mir was versprechen? Das heißt, weiß ich nicht, es kommt drauf an. Ja, dann mache ich doch meinen Führerschein in meinem nächsten Leben, kann ich das? Und dann war erstmal Pause, muss ich heute noch dran beißen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht hast du einen Führerschein und ich habe keinen. Dann musst du mich eben rumfahren. Und dann haben wir dann versucht, das irgendwie wieder zum Lachen zu kriegen, das Ganze, und haben gesagt, ja gut, wer weiß es, vielleicht ist es wirklich so. Und das ist ja auch noch so ein Gedanke, nicht? Der Nils hat viele solche Sätze gesagt, wo ich dann gedacht habe, ja, wenn ich mich geärgert habe, dann hat er angefangen zu singen, versuch's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ja. Das braucht mir auch manchmal. Ja, also er war immer lebensbejahend, er hat immer Freude gehabt, er war stur oft, das haben sie ja wohl so, ne? Aber ansonsten ist der Nils für mich vor allen Dingen und für unsere Familie ein ganz besonderer Mensch. Ja, das war die Geschichte von Nils.
Wahnsinnig spannend für mich. Und auch emotional. Ja, also, und ich erlebe sie als unglaublich kraftvoll und empathisch. Jetzt die Frage, wo nehmen Sie Ihre, oder wo haben Sie eine Kraftquelle für sich gefunden in der Zeit? Ja, die Kraftquelle, das ist ja ganz komisch. Und das ist eigentlich mal Nils, die Kraftquelle. Mhm. Ja, ich gehe, wenn ich hier bin, ich habe gelernt, ihn zu pflegen. Ich hatte ja auch immer Menschen, die mir gezeigt haben, nicht? Mhm. Das kannst du so machen und so machen. Und dann, wenn ich ihn, ich sage das jetzt mal auf Norddeutsch, wenn ich ihn so betüddeln kann, ne, so ein paar Stunden, dann gehe ich hier raus und mit einem wunderbaren Gefühl. Also da ist nicht keine Träne, sondern keine Traurigkeit auch nicht, sondern einfach, ich konnte was für ihn tun und es macht mich tief zufrieden. Mhm. Jetzt muss ich einfach sagen, ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich empfinde das wirklich so, es ist eine tiefe Zufriedenheit in mir. Ich konnte helfen. Es sind auch andere Menschen da in Gabriel 2, die mir unheimlich Freude bereiten, ja? Die auch schon nicht so freuen, wenn ich komme, die mir auch ganz viel bringen. Man lernt sich ja auch kennen. Ja? Aber die Kraft, die ich da herhole, ja, die bringt mir, glaube ich, schon so dieses Kümmern um Nils. Ich jetzt ganz anders, natürlich früher, das ist jetzt eine ganz andere Nummer. Ne? Ich muss jetzt gucken, er ist einfach nicht mehr selbstständig. Aber ich habe immer das Gefühl, das war jetzt richtig toll. Ne? Und vielleicht hat er auch mal gelächelt. Und wenn er nicht gelächelt hat und war nicht so gut drauf, ja, dann bin ich vielleicht mit weniger gutem Gefühl hier raus. Aber trotzdem, es ist der Nils, der mir immer wieder so ein Stück weit eine Kraft mitgibt. Und ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht nachgebe. Mhm. Ich möchte einfach durchhalten. Ja. Ich möchte nicht mehr zurückfallen in diese Traurigkeit, weil er ist ja nach wie vor ein ganz toller. Mhm. Nur anders. Mhm. Einfach nur anders. Ja. Aber ich glaube, das ist es. Ich wüsste nicht, klar, ich gehe gerne in die Natur, ich gehe gerne raus. Ich habe Hobbys, also ich versuche schon, was zu tun. Für mich auch, es gelingt mir mal nicht, aber eigentlich, wenn ich anfange, da in meiner Garage zu basteln und zu tun, dann bin ich auch mal raus aus dem Kopfkino und dieses Kopfkino ist auch nicht immer an, Gott sei Dank. Also ich kann loslassen, ich freue mich jetzt auf die Fahrradsaison. Dann kann ich wieder mit dem Rad hierher kommen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach Energien, habe sie irgendwoher mitgekriegt. Ich weiß es nicht. Also, ich fühle mich ganz gut jetzt, was nichts heißen muss, weil weiß ich, was morgen ist, will ich auch nicht wissen, haben wir ja versprochen. Das ist gut so. Ja. Jetzt passt es. Auf jeden Fall, im Moment passt es gut. Nebendran steht die Nadine Kraus, unsere Heilerziehungspflegerin im Haus Gabriel. Die war jetzt ganz oft da gestanden, hat immer genickt und gelächelt und genickt. Wie nehmen Sie denn Nils wahr? Also ich kann mich seiner Mama anschließen und Nils ist ein ganz toller. Ich habe ihn ja damals kurz kennengelernt, da lief er noch zu uns rein, als er sich die Wohngruppe angeschaut hat. Da war er schon etwas verändert. Da hat er diese Schwellenangst gehabt und ging nur zaghaft in die Räume und hat nichts gesprochen. Und dann habe ich ihn erst wieder gesehen, nachdem er aus der Psychiatrie zurückkam. Und es war nicht immer einfach, aber der Nils hat schon immer so einen Charme. Und also grundsätzlich Menschen mit Trisomie 21, die sind einfach besonders. Also und es hat einfach der Nils auch. Und dann halt einfach nur die Persönlichkeit. Die ist individuell, wie bei uns auch. Und der Nils hat einfach, ja, das ist so, das merkt man einfach auch in dieser Familie. Die sind alle gleich. Das ist dieses Herzliche und dieses, ich empfange jeden mit offenen Armen. Und deshalb auch diese Verbindung zu seiner Mama und auch die Verbindung zum Nils. Also auch wenn der Nils nie viel mit mir gesprochen hat oder mit mir so in Dialog gehen konnte, auf seine Art, und auch nonverbal und so hat er es getan. Und auch seine Sätze, die Phrasen, die immer kamen, die kenne ich doch. Na klar. Und und auch heute noch, jetzt, wo er wirklich kaum spricht, hat er einfach so viel Ausdruck.
und sagt so viel ohne Worte. Und das ist das Besondere an ihm. Mhm. Ja. Und er ist wahnsinnig, ein wahnsinnig hübscher Mann. Darf man schon auch mal erwähnen, ja. Sein Bart, der ihm immer wichtig war, den hat er, den versuchen wir immer so hinzurasieren, dass es passt. Ja. Orientieren uns an den Bildern in seinem Zimmer. Oder wenn uns die Helga sagt, wie das immer war, genau. Ja, ist einfach ein Charmeur durch und durch immer noch. Also wirklich, hat immer noch so diesen Ausdruck im Gesicht. Manchmal sagt er dieses, na klar, das sagt er noch mit seinen Augen. Das, was er früher immer gesagt hat, sagt er noch mit seinen Augen. Er hat diesen Gesichtsausdruck, hat er immer noch, passend zu diesen Phrasen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, stimmt. Jetzt haben wir gehört, der Nils war früher auch selbstständig aktiv, ist geflogen, in Urlaub gefahren und so weiter. Mhm. Wie spiegelt sich das jetzt wieder? Jetzt auf der Wohngruppe sozusagen, mit anderen Menschen, mit denen er dort lebt, macht er immer noch solche Ausflüge? Oder wie schaut da so die Lebensgestaltung jetzt aus, ganz alltäglich und in der Praxis? Also es ist natürlich ganz anders. Mhm. Wir versuchen, also der Nils erfährt Teilhabe insofern, dass wir viel oder immer mal wieder was mit ihm alleine machen. Also wir waren jetzt am Freitag auf dem Geburtstag seiner Mama, einfach auch in den Räumlichkeiten, die ihr kennt, zu Hause in Kirneck. Und solche Sachen, oder dass er auf dem Fasching war in Weiler, da hat man gemerkt, dass es zu viel war, einfach auf einer Lautstärke, ja, dass er das irgendwie nicht mehr so gefiltert bekommt. Aber wir versuchen schon noch, Nils einfach so, also mit Nils die Sachen zu machen, die früher auch immer wichtig waren. Michael Jackson hören oder den Schellenkranz, den er selber gespielt hat, erklingen lassen. Oder am Freitag haben sie getrommelt auf dem Tisch und mit Becher, und es hat wahnsinnig viel mit Nils gemacht. Und gerade das halt in reduzierterer Form erfährt er schon noch. Klar sind es keine riesen Ausflüge, da gehört auch dazu, dass er mobilisiert werden muss und die ganze Zeit sitzen kann. Aber das, was möglich ist, versuchen wir rauszufinden und setzen es um. Klar, mit einer riesen Unterstützung von seiner Mama. Mhm. Ja. Ja, Nils war aktives Mitglied im Musikverein in Bauschlott. Das ist dort, wo er dann bis 2015 gelebt hat. Das war für mich wahnsinnig toll. Das ist ein wirklich guter Musikverein, der tatsächlich Wertungsspiele hat und die haben auch Musicals aufgeführt. Und dieser Dirigent damals hat sich nicht gescheut zu sagen, wir nehmen den Nils auf. Er kann mit uns, er kann das. Und er hat das auch gemacht. Es gibt wunderbare Videos. Ja, er ist sogar mit denen nach Italien gefahren zu einem Wertungsspiel, und weil es war immer so, er will auf die Bühne. Ja, ganz wie er ganz klein war, hat er sich hingestellt an Weihnachten, und da glaube ich, war er 4 oder so. Und dann hat er dann immer gesagt, er macht jetzt als erstes eine Verneidigung. Also eine Verneidigung. Und dann hat er irgendwas vorgeführt. Das war immer seins. Er hat auch Theater gespielt, dort auf dem Auenhof. Also sich darstellen, das war seins, ja, absolut. Und ich fand es so toll, dass dieser Musikverein gesagt hat, wir versuchen das mit Nils. Und er hat sich so eingefunden. Und er war immer, sein größter Wunsch, er will auf die Bühne. Eigentlich wäre er lieber ein Rockstar geworden, aber das ging ja nicht. Und dann war er sehr zufrieden. Er mochte einfach Auftritte, er auf der Bühne. Das war einfach wichtig. Ist ihm auch gelungen, natürlich, über Jahre. Ja. Allerdings hat auch dann der Welzheimer Musikverein sich geöffnet, wo wir gesagt haben, das und das hat er getan. Die haben ihn dann auch aufgenommen. Also das ist Inklusion gelebt, und nicht nur gesprochen. Nicht? Weil da haben wir ja auch noch das große Problem. Ja? Man redet ständig da davon, von Gleichberechtigung und ja, Teilhabe am Leben, und man vergisst, dass es Menschen gibt, da geht es gar nicht, man kann das gar nicht umsetzen. Was will ich mit meinem Nils Teilhabe? Das geht doch los, gehen Sie mal ins Freibad. Ich habe die Augen immer so offen und guck, dann ist das ein schönes Schild, Parkplatz frei halten für Rollstuhlfahrer. Und dann kommst du da rein und dann sage ich, ja und jetzt, wie kommt dieser Mensch hier bei euch ins Wasser? Man setzt einfach voraus, die paar Schritte kann der dann schon. Aber das ist eben nicht richtig. Er kann überhaupt keinen Schritt.
Also müsste da so ein Lifter, ne? Lifter sein. Dann lässt man ihn runter. Gehen Sie mal und gucken Sie in die Freibäder. Nichts. Null. Aber ein Parkplatz für Behinderte, den haben wir da schon mal. Sieht ja auch gut aus, ne? Ja, die tun was. Das ist immer. So gibt es so viele Möglichkeiten. Versuchen Sie, einen Arzt zu finden. Oh ja, da ist einer, den nehme ich, der hat einen guten Leumund, da gehen wir jetzt hin. Ja, leider hat der keinen Fahrstuhl. Und der ist im dritten Stock. Also gehen wir da eben nicht hin. Und so geht es immer weiter. Wir sind weit, weit weg. Gehen Sie ins Krankenhaus. Das Beispiel hatten wir ja jetzt erst. Das möchte ich nicht im Einzelnen erzählen, was wir erlebt haben. Ja, es ist irrsinnig, wenn man dem Nils eine Klingel vor die Nase hängt. Er kann ja klingeln, wenn Sie nicht mehr da sind. Völlig verrückt, oder? Der kann ja nicht mal seine Hand bewegen, und geschweige denn weiß er, was er damit machen muss. Jetzt, heute. Früher wäre das klar. Er war ja zwischendurch auch mal im Krankenhaus. Dann war das für ihn ja alles kein Problem. Aber jetzt? Also wir haben so viele Defizite, die im Alltäglichen um uns herum sind. Und ich finde es grauenhaft, wenn immer davon gesprochen wird, ja, heute sind wir ja schon, ach, wie weit. Nichts. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Ja, das ist, ich weiß nicht, wo man es hernimmt. Wenn man immer wieder behauptet, ja, oh, wir machen ja ganz viel, ne, für die behinderten Menschen. Es gibt aber auch schwer und schwerstbehinderte Menschen. Und leider gehört mein Nils da dazu. Die sind ausgegrenzt, fertig, aus, da gibt es keine Möglichkeit. Also, außerhalb, ne? Natürlich, hier tut man ja alles, aber alles Mögliche, nicht, wenn es geht, ja. Aber draußen, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Und das fängt ja schon am Bordstein an. Da geht's los. Ich stand neulich da, dann stehen die Autos da schön drauf auf dem Bordstein. Ja. Boah, wie komme ich dann in meinem Rollstuhl dran vorbei? Geht nicht. Ne? Runter auf die Straße. Das ist ja auch schon im Kinderwagen letzten Endes, wenn man im Kinderwagen unterwegs ist. Ja, ja. Dann fängt es schon an. Ja. Es gibt da so viele Beispiele da dafür, nicht? Wo man sagen muss, wir sind doch noch weit, weit weg von Inklusion und gelebter Inklusion. Es sind noch viele Barrieren in den Köpfen der Menschen. Ja. Ganz viele. Ganz viele. Es gibt. Wir sind mal mit dem Stadtbus gefahren, ne? Er hält ja hier vor der Tür. Wunderbar. Ja, Nils hat einen riesengroßen Rollstuhl, er hatte keinen so einen kleinen. Der geht da gerade rein. Und dann kam eine Haltestelle und da wollte noch jemand mit dem Rollstuhl rein. Das war's dann. Oder mit dem Kinderwagen. Ja, passt einfach nicht. Kinderwagen, ja. Rollstuhl, der groß ist. Und schon sind wir wieder an der Grenze. Irgendjemand wird ausgegrenzt. Wir hatten Glück, wir waren schon drin. Aber ne, das, so geht es immer weiter. Immer weiter. Ich war auch jetzt neulich an einer Schule, die ich besucht habe, hier im Raum Schwäbisch Gmünd. Und groß saniert worden, also toll saniert worden mit Aufzug und auch großen Bädern und allem drum und dran. Aber die eigentlich wichtigen Räumlichkeiten sind unten im Keller und der Aufzug endet im Erdgeschoss, weil das sonst zu kompliziert und zu teuer gewesen wäre. Jetzt gehen die einfach davon aus, dass die SchülerInnen, die da sind, niemals irgendeinen Unfall haben werden, sich niemals irgendwie die Beine verletzen werden. Und wenn das passiert und das tatsächlich was Längerfristiges oder was irgendwas sein sollte, keine Ahnung, Wirbelsäulenschaden, der vielleicht dann auch für immer ist, dann musst du praktisch diese Schule verlassen, weil du da nicht mehr in die Räumlichkeiten kommst, die du aber brauchst, um einen bestimmten Abschluss erreichen zu können. Und da bin ich dran gestanden und hatte ein großes Fragezeichen im Kopf und habe gedacht, wie kann denn das jetzt hier und vor allem jetzt, also jetzt aktuell in dieser Situation so passieren? Neubau. Ja. Neubau. Ja, ja, und ein teurer und ein toller auch, wirklich. Also relativ gut durchdacht, bis auf dieses winzige Detail. Ja, wieder. Aber was uns zum Beispiel es jetzt auch nicht möglich macht, da eine Außenklasse haben zu können, weil wir bestimmte Räumlichkeiten dann nicht erreichen können. Ja. Oder auch die Sporthalle ist nur über eine Treppe erreichbar. Wie erleben Sie das, wenn Sie sowas zum Beispiel ansprechen in der Gesellschaft? Erleben Sie mehr so, okay, habe ich jetzt registriert und abgehakt? Oder erleben Sie da wirklich ein
umdenken. Nein, nein, abgehakt. Mhm. Das ist dieses abgehakt. Das beste Beispiel war ja jetzt unser Krankenhausaufenthalt. Und ich gebe zu, mich furchtbar darüber ärgere, jetzt geht es nur um den Standort unserer neuen Klinik, der ja nun wohl in Essing sein wird. Und wir haben nach diesem Aufenthalt im Krankenhaus, hat mein Mann geschrieben an den Landrat, Dr. Bläse, an unseren OB und hat mal geschildert, wie das in diesem Krankenhaus eigentlich abgelaufen ist. Ein Mensch mit Behinderung und mit gar so einer schweren Behinderung ist völlig verloren. Mhm. Wie kann sowas sein? Wie habe ich einmal gesehen oder gehört, dass man sagt, okay, und dann müssen wir jetzt, wenn wir schon neu bauen, eine Abteilung für behinderte Menschen hier mit reinbringen. Mhm. Ja, weil es gibt ja auch genügend Einrichtungen rund oder so auch selbst in Schwäbisch Gmünd. Und warum? Wir sind doch schon alle so toll und Inklusion wird auf dem Papier auf jeden Fall mal richtig groß geschrieben. Aber wenn es um solche Dinge geht, da passiert nichts. Es ist immer dasselbe. Und das ist das Furchtbare. Mhm. Egal, was Sie wollen, wenn Sie was wollen für Ihr Kind, weil es einfach notwendig ist, dann werden Ihnen alle Knüppel da zwischen die Beine geworfen. Abgelehnt, man muss dann wieder einen Widerspruch einlegen und womöglich nochmal, dann kommt man mit einem Einspruch. Und Dinge, die aber zum alltäglichen Leben einfach notwendig sind, ja, da verstehe ich es nicht, wie sowas abgelehnt werden kann. Na, uns braucht ja auch keiner denken, dass es ihn nicht betreffen muss oder kann. Also es ist ja niemand davor Krankheit oder Behinderung gefeit. Also es kann jeden treffen. Ja. Und Und auch die Reaktionen einzelner Personen. Die sind doch auch immer noch unglaublich. Ja, natürlich. Im Bus hat uns auch gerade damals eine ältere Dame, die mit ihrem Einkaufswägelchen da nicht durch konnte, die hat wirklich sich so daneben benommen, dass ich meinen Mann immer zurückhalten musste und sagen, bitte mach hier jetzt keinen Stress raus, ja, weil das bringt uns nicht weiter. Aber die Menschen sind, weiß ich gar nicht, wie drauf. Ich habe zu der Frau damals auch gesagt, ich sage, Sie steigen vielleicht gleich aus dem Bus und irgendjemand fährt Sie um, ein Fahrrad, irgendwas. Und Sie sitzen genau da, wo ich jetzt meinen Sohn sitze. Was denken Sie, wie Sie sich fühlen? Das war dann die Antwort, war, möchte ich nicht wiederholen. Ne? Aber schlimm. So ist es. Also Inklusion und Teilhabe, das neue Bundesteilhabegesetz, ja, ist auch viel auf dem Papier, aber die Umsetzung. Da hapert es immer noch und das ist leider so. Weil ja, aber so vom Grund her finde ich es schon richtig, also dass einfach davon ausgegangen wird und das zeigt ja auch das, was Sie schildern, dass im Grunde die Umstände die Menschen behindert machen letzten Endes. Ja. Also wenn die Gegebenheiten anders wären, dann kann ja teilhaben, also dann können die ja durchaus teilhaben, jeder. Es sind tatsächlich immer irgendwelche äußeren Umstände. Und ich erlebe es auch oft, dass ich sehr positive Begegnungen mit Menschen habe, die sagen, wir würden total gern ihr Kind bei uns haben, aber der Bau gibt es eben nicht her. Das sind Treppen, ein Altbau, was auch immer. Und dass es dann eben an sowas scheitert, das ist, das finde ich sehr traurig. Weil ich finde, so an den Menschen letzten Endes oder an der inneren Einstellung, ist auch schwer zu arbeiten, aber das ist irgendwie weicher, also da kann ich was machen, aber wenn das eben so ein starres, altes Gebäude ist, da kann ich nichts machen. Was mache ich da? Und vor allen Dingen habe ich da nicht schnell mal was gemacht. So. Richtig. Das ist halt so bitter und da gibt es einfach noch so, ja. So aber ich bin da mal Baustellen. Ehrlich, wir brauchen gar nicht so weit weggehen, nicht? Gehen wir doch mal ins Haus, Gabriel. Versuchen Sie mal mit dem Rollstuhl in die Gruppe zu kommen. Da geht keine Tür automatisch auf. Nicht wahr? Und da sind wir nämlich... Ja, was sagt der IT-Spezialist? Das sage ich schon lange hier, das hätte ich hier auch gerne. Dass es hier Sensoren gibt und so weiter, dass die Türen öffnen, da sind wir dran. Zwar langsam, aber wir sind dran. Wir haben das tatsächlich auf dem Schirm. Also, weil das geht gar nicht.
Ja, sie kommen absolut. Da hinten angeschoben, sie müssen den Rollstuhl loslassen, sie gehen nach vorne, sie ziehen die Tür auf, bis sie wieder hinten sind. Die Tür ist schon wieder zugegangen, weil sie hat ja so einen automatischen Zug. Und da fangen sie das Ganze von vorne an. Das ist auch für die Menschen, die da arbeiten, eine absolute Zumutung. Die müssen ständig rein, raus, hin, her, haben was in den Händen, Medikamente, was auch immer. Wie mache ich's? Das kann nicht sein. Das ist für mich was, wo ich sage, das kann überhaupt nicht sein. Wo sind wir? Wir hat sind sogar schon die Doris dafür gekämpft, vom Heimbeirat aus. Mhm. Ja. Also die Bewohnerin von mir. Ja. Genau. Das muss einfach schon auch mal gesagt werden. Ja? Mhm. Das sind wir in einer Einrichtung für behinderte Menschen. Mhm. Und Barrikaden sind da. Mhm. Hindernisse. Ja? Das kann ich angehen. Also da gibt es schon noch Bedarf. Mhm. Ja, deswegen ist gut, dass Menschen wie Sie da sind, die das deutlich auch benennen dafür einstehen. Das braucht es einfach immer wieder. Und dann stelle ich aber doch auch immer wieder fest, dass sich dann auch was bewegt. Mhm. Ja, man darf eben nicht die Einstellung haben, ach, das hat doch alles keinen Wert. Ja, ganz genau. Ja, absolut. Dann bewegt sich auch nichts. Das ist so. Ja, und man muss auf die Situation aufmerksam machen. Also es ist einfach so, wenn man selber davon nicht betroffen ist, oft weiß man es halt auch nicht. Man kann sich nicht in alles reindenken. Nein. Also da braucht es eben auch manchmal den Holzhammer, der einem das so vor Augen führt, was es bedeutet, was da dahinter steckt und so weiter. Ja, ich muss sagen, auch das ist ein Lernprozess gewesen, auch bei mir, weil eine Kämpfernatur war ich schon immer, auch was mein eigenes Leben betrifft. Und das ist ganz einfach so gewesen, wenn ich habe Auseinandersetzungen mit Heimleitungen oft gemieden, aus Angst, das könnte sich irgendwie abfärben auf meinen Sohn niederschlagen. Ich habe natürlich Freundinnen, die auch beeinträchtigte Kinder haben und die kennen das, die wissen das auch, man weiß es. Man ist da immer zögerlich. Oh Mann, hoffentlich muss er das nicht büßen, wenn du hier jetzt so auftrittst. Und dann irgendwann mal habe ich mir gesagt, nee, du hast gar nichts zu verlieren. Nichts. Mhm. Weil du könntest bis zum Äußeren gehen. Wenn du was durchsetzen willst, dann musst du das auch klar benennen. Und dann kannst du nicht einfach sagen, oh, da tut sich doch nichts. Doch, ich glaube schon. Schwierig ist es natürlich auch, ich bin jetzt im Angehörigenbeirat, im Förder- und Betreuungsbereich, Eltern zu motivieren. Mhm. Ja? Mhm. Ich bin jetzt da, was weiß ich, vielleicht seit einem Jahr dabei. Es hat noch niemand bei mir angerufen. Und da denke ich oft, vielleicht ist auch da die Schwelle im Hintergrund. Ach, wenn ich dann immer und dann vielleicht, so wie das mir früher auch ging, ja, dass ich immer gesagt habe, du kannst doch nicht die ganze Zeit irgendwas wollen, dann bist du nicht das geliebte Kind, so ungefähr. Ja, und es ist ein bisschen ein steiniger Weg. Ja. Es ist nicht das, was geebnet ist. Und man möchte ja auch dazugehören, man möchte gemocht werden, man möchte, dass das Kind gemocht wird. So. Und man ist ja auch... die ZuhörerInnen wissen es mittlerweile ja schon, ich habe auch einen Sohn mit Down-Syndrom. Man ist ja auch angewiesen immer auf andere, ne? Auf den guten Willen, dass sie das mitmachen, dass sie ihn mitnehmen. Aber nichtsdestotrotz bin ich da auch ganz bei Ihnen. Man muss es deutlich benennen, man kommt nicht drum rum. Weil ich denke, das ist auch was, wo ich auch bei mir denke, das würde ich am Ende bereuen, wenn ich es nicht getan hätte. Das. Ich meine, wenn ich es tue und es passiert trotzdem nichts, dann ist es eben so. Aber dann kann ich trotzdem im Nachgang bei mir sagen, aber ich habe alles versucht. Ja, ich hab ein einziges Mal wirklich, also in meinen Augen, ich sage immer, da habe ich völlig versagt, wirklich dem Nils nicht die nötige Unterstützung gegeben, die er gebraucht hätte in einem Fall, wo er... Tatsächlich, es ging um einen sexuellen, man hat ihm einen sexuellen Missbrauch vorgeworfen, was natürlich völlig irrsinnig war. Aber damals war auch noch diese Angst, nicht wahr? Also da passiert ja so viel und man weiß ja nicht. Und man hat ihn dann quasi zwangsmäßig für eine Woche mal nach Hause geschickt. Und ich war nicht in der Lage, ihm da die nötige Hilfe zu geben. Und ich habe zwar danach versucht, über
pro Familie, glaube ich, ja, jemanden zu kriegen, der einfach auch in diesem Gebäude, wo er gelebt hat, da waren eben lauter Menschen auch mit Beeinträchtigung, einfach mal einen Sexualtherapeuten zu kriegen, der mal aufklärt, der mal erzählt, der mal macht. Das alleine war schon schwierig, weil, nee, das brauchen wir ja nicht. Sowas brauchen wir nicht. Und ich denke, doch. Absolut brauchen wir dieses Thema. Ja. Und das Thema haben auch wir jetzt gerade hier, gerade frisch, dass ich denke, es kann nicht sein. Und ich habe ihn, ja, ich habe ihm was Wertvolles weggenommen dadurch, nämlich seinen Freund. Er hatte damals eine wirkliche Männerbeziehung. Und für mich war das so, ach, oh nee, er kann doch jetzt, und hoffentlich kann er wieder zurück in seine Wohnung. Und diese Ängste, die dann entstehen, und bis heute habe ich mir das nicht verziehen, dass ich nicht hingegangen bin und gesagt, ihr müsst begleiten und nicht verurteilen. Ihr müsst begleiten, das ist eure verdammte Pflicht da. Und ich hatte aber diese Chance, das aufzuarbeiten, weil ich im Krankenhaus diesen damaligen Leiter der Einrichtung getroffen habe. Er lag neben Nils und wir haben ganz tolle, ja, wie will ich denn sagen, so eine schicksalhafte Geschichte ist da entstanden. Und da hatte ich das erste Mal die Chance, dem, ja, zu sagen, dem damaligen Leiter zu sagen, da hast du versagt, komplett. Und er hat nicht so schnell gewusst und ich gesagt, das und das war und du weißt die Geschichte und du kennst die Geschichte und du hast völlig versagt. Und das habe ich euch krumm genommen, absolut. Weil es geht immer um Begleitung. Immer, immer, immer. Diese Menschen, die gar nichts mehr selber machen können, gar nichts, die auch ihren eigenen Körper nicht mehr anfassen können, brauchen auch hier die Chance. Einfach auf, dass man auch auf dieses Thema blickt. Ja, absolut. Und vor allen Dingen nicht tabuisiert. So. Das ist ganz wichtig, ja. Also und da denke ich, da gibt es auch noch viel zu tun. Absolut, ne? Absolut, absolut. Das absolut, so. Ja. Also da denke ich auch, es gibt viele, viele Punkte, wo man was bewegen kann, wenn man denn will, ne? Ja, ich hoffe, kriegt da noch was bewegt hier und da. Doch, auf jeden Fall. Also stimmt, sie bewegen. Allein jetzt durch ihre Geschichte. Also ich selber muss jetzt gestehen, dass ich mich auf diese Folge augenscheinlich nicht ausreichend vorbereitet hatte. Ich habe gehört, dass es um den Nils geht eben und dass die Mama mitkommt und seine Bezugsbetreuerin, genau. Und dann habe ich gedacht, ja, easy, gar kein Problem. Und Demenz hat er mittlerweile, habe ich gedacht, ja, Gott, meine Oma hatte auch Demenz, ja, gar kein Problem. Und jetzt sehe ich mich aber mit meinen persönlichen größten Ängsten konfrontiert, die ich habe für meinen Sohn. Und stelle jetzt aber fest, dass auch das machbar ist und dass auch das dann zu schaffen ist, wenn es tatsächlich so ist. Also bis jetzt endet meine Zukunftsvision immer da, dass ich doch vorher sterben darf. Aha. Weil ich ihm natürlich ein langes Leben wünsche und meine anderen beiden Kinder auch dahingehend immer wieder brief, dass sie irgendwann für ihn zuständig sein werden und die Verantwortung übernehmen müssen, was sie dann entscheiden oder wie sie es entscheiden, da vertraue ich ihnen zu 100%. Ich weiß, dass sie das gut machen werden, aber ich nehme mich da raus bis jetzt. Also in meiner Vorstellung bin ich da schon lang unter der Erde. Kopf schüttel mir gerade. Ja. Stell aber gerade fest, dass es durchaus auch ein schöner Gedanke ist, ihn zu dabei begleiten. Selbst begleiten zu dürfen. Das und ist das es. Dass ich das dann natürlich auch machen werde und auch schaffen werde. Schön, ja. Niemand kämpft wie eine Mutter. Ja. Genau. Ja, der ist jetzt 13. Und ich erkenne da gerade so viel wieder. Also der will auch unbedingt hier auf dem Bauernhof arbeiten. Das ist sein Ein und Alles. Er will auch den Führerschein machen. Also haben wir jetzt schon immer wieder das Thema, wobei ich ihm jetzt schon gesagt habe, das wird nicht funktionieren. Aber es gibt ja so Übungsplätze. Und da habe ich ihm versprochen, da fahren wir hin und da darf er dann auch selber mit dem Auto fahren. Und auch sein jüngerer Bruder plant schon immer mit, wenn er dann den Führerschein
Führerschein hat, dass er ihn dann mitnimmt. Ja, aber und noch mal fahren lässt. Oder in seinem nächsten Leben. Nicht? So weit ist er noch nicht, zumindest nicht, dass er mir das jetzt so verbal geäußert hätte oder so. Das kommt vielleicht irgendwann noch. Aber also er hat Pläne auch, was Sexualität, was seine, also er will auf jeden Fall auch eine Frau, er möchte Kinder haben. Genau, und er hat auch immer wieder Freundinnen. Also es ist auch ein junger Mann, der wohl sehr anziehend auf die Damenwelt wirkt. Ja, die Art haben sie eben. Ja, genau. Und wie gesagt, das, was sie erzählen, das ist so, wo ich immer gedacht habe, so das ist meine größte Angst. So zu sehen, dass es eben irgendwann rückwärts geht. Also bis jetzt geht es ja immer noch vorwärts. Und der macht auch ganz tolle Fortschritte. Bei mir geht es schon rückwärts. Ja, genau. Aber einfach das zu sehen, dass es auch dann trotzdem noch gut sein kann und auch für alle irgendwie lebenswert sein kann und das auch so toll auch hier jetzt vom Lindenhof so gut begleitet wird. Das ist schön, das gibt mir auch viel Sicherheit. Also er möchte auch jetzt schon, für ihn ist klar, er zieht irgendwann in Lindenhof, er möchte da in dem Strümpfelbach, von Strümpfelbach redet er immer, da möchte er gern wohnen. Und ich denke auch, dass er, obwohl ich das nicht will, also ich finde, meine Kinder können ruhig bis 30 bei mir leben. Wobei wir bei ihm, also er äußert so deutlich, dass wir da schon, sobald es irgendwie möglich ist, darf er das dann natürlich auch den Weg gehen, das ist ja klar. Ich werde ihn jetzt auch nicht ewig lange da, was weiß ich, in der Schule halten. Wenn das ernst wird und die vom Bauernhof sagen, er kann da hin, dann darf er da auch hin. Ja. Das ist ja freie Wahl für ihn, ja, wichtig. Genau, total. Weil ich dann jetzt auch durch Ihre Geschichte eben denke, es unter Umständen ist es eben schneller vorbei, als man denkt. Ich meine, das kann ja uns alle treffen. Oh, also es kann für alle schneller vorbei sein, als man denkt. Aber da ist es ja einfach doch da auch nochmal stärker zu gucken, dass er wirklich, also dass man ihn nicht unnötig bremst und so zurückhält, so wie jetzt bei den anderen, dass man sagt, ja, geh möglichst lang zur Schule, mach möglichst dies, das, jenes. Wenn er das von sich schon so äußert, wer weiß, vielleicht ist das auch so eine innere Eingebung. Vielleicht hat er ja auch tatsächlich nicht so lange, wie ich es ihm wünschen würde. Man weiß es nicht, aber... Ich weiß wohl, was Sie meinen. Ich habe eine gute Freundin, eben wie gesagt, auch mit einem beeinträchtigten Sohn. Und die sagt immer, Gott, was wird, wenn ich nicht mehr da bin, bloß mit meinem Alex und so. Und und bei mir ist es ja jetzt, sagen wir mal, rein biologisch habe ich noch ein bisschen Zeit, obwohl ich bin auch schon auf dem Rückweg. Aber... Bei mir sieht es jetzt ganz anders aus. Ich habe auch mal so gedacht, und bis mir klar wurde, warum ich so denke. Ich wollte das nicht aushalten. Ich wollte das nicht miterleben. Aber gleichzeitig ja auch, also ich hatte meine größte Angst, war tatsächlich nach seiner Geburt, dass mein Mann und ich bei einem Unfall beide tödlich verunglücken und dann steht dieses Kind da so und dann ist niemand da. Das war so meine größte Angst. Ja. Und dann war der erste Schritt eben, Testament zu machen. Also kann ich auch nur jedem raten. Hab ich auch schon, ja. Guckt danach, kümmert euch und denkt auch. Im Grunde muss man das ja auch für seine Kinder ohne Behinderung weiterdenken, weil auch da kann einen ja irgendein Ereignis aus dem Leben reißen. Und umso mehr man vorgesorgt hat, umso besser ist es. Und wie gesagt, so war eigentlich mein Fokus immer, dass ich immer gedacht habe, was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Was passiert dann mit dem Kind oder dann auch mit dem jungen Menschen? Ist er dann noch gut versorgt? Hat er irgendjemand, der für seine Bedürfnisse einsteht? So wie Sie es ja jetzt auch für Ihren Sohn tun können. Aber irgendjemand braucht man einfach, der für einen einsteht. Ja. Und das wünsche ich ihm. Und wenn ich das sein darf, dann werde ich das natürlich machen. Und auch, ich hoffe, mit genauso viel Freude und Hingabe, wie Sie das tun. Ja, also ich denke, ich würde es Ihnen auch wünschen. Es ist nicht nur negativ belegt. Ja, sagt es immer wieder. Ich habe es schon nach der Geburt von Nils, und wie gesagt, liegt 44 Jahre zurück, habe ich mich angeboten und habe das Krankenhaus angerufen, wo der Nils geboren wurde, und habe gesagt, Leute, ich mache euch ein Angebot. Ich war so alleine mit meiner Not, ein behindertes Kind zu haben jetzt. Ich hätte mich so gefreut, wenn die Tür aufgegangen wäre, wäre eine Mutter reingekommen und hätte gesagt, hey,
alles halb so schlimm. Ich kann da mal was erzählen. Ne? Das hat gefehlt. Und damals war da gar kein Interesse. Hm. Ja, ich finde es schade. Aber wir haben das auch gemacht. Also ich habe das auch gemacht. Ja. Und bei mir waren auch schon Frauen, die schon in der Schwangerschaft gewusst haben, dass das Kind Trisomie haben wird. Und wir haben auch eine ganz tolle Frühstücksrunde, die sich samstags trifft. Da würde ich Sie gern mal einladen. Gerne, ja, jederzeit. Gar kein Und, Problem. Das ist tatsächlich toll, ja, wenn man in so ein Netz reinkommt einfach. Und das ist ja immer das Schönste, wenn man merkt, man ist nicht alleine. Mhm. Ja, es gibt noch nebenandere auch. Genau, ja, vor 44 Jahren war das vielleicht bloß mein Gedanke, nicht? Aber da hat sich da auch noch niemand wirklich damit auseinandergesetzt, ja. Da waren natürlich die Barrieren noch viel höher, ne? Ja, also da hat sich, insofern ist es schon richtig, also es hat sich, glaube ich, schon einiges getan. Im Moment ist es so, dass die Mütter teilweise sogar eher überfordert sind, weil es jetzt gerade für Kinder mit Trisomie 21 also fast schon ein Überangebot gibt. Da gibt es ja sämtliche Therapien und Möglichkeiten und da muss man sich auch ein Stück weit abgrenzen. Im Grunde ist es Luxus, also da gibt es, wenn man dann andere anguckt, die ganz seltene Form haben und so, die haben ja mit, also das ist ja viel schlimmer im Grunde genommen. Mhm. Aber auch das kann zu einem Problem werden. So ist jetzt eben. So ist es jetzt. Ja, das ist so im ersten Teil des Lebens. Aber wenn es dann so weit kommt, das heißt, dass sie altern schneller und erkranken in den meisten Fällen an der Demenz recht früh. Ja. Das weiß ich aus der Praxis. Ich habe viele Menschen mit Trisomie 21, die früh an der Demenz erkrankt sind. Und da hört es dann auf, weil man nie so weit gedacht hat. Also früher wurden sie vielleicht auch nicht so alt. Das hat viele, hat ja der schwere Herzfehler einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht, der nicht operiert werden konnte oder die dann bei der Operation, während der Operation verstorben sind. Da ist die Medizin heutzutage natürlich schon viel weiter. Ja. Also ich kenne mittlerweile so viele Kinder mit Trisomie 21, da ist keins verstorben, Gott sei Dank. Also es ist Wahnsinn. Und viele hatten einen sehr schweren Herzfehler und komplizierte Operationen und Krankenhausaufenthalte. Und denen geht es allen super. Die machen riesen Fortschritte. Ja, genau. Mhm. Und das heißt, wir werden unter Umständen in den Genuss kommen, dass sie eben so alt werden und auch mit der Demenz und ihren Folgen. Genau, und deswegen muss man da jetzt so ein bisschen sensibilisieren, weil das ist ja für viele dann ein richtiger Einschnitt ist, das ist klar. Und es ist auch für uns als Gruppenmitarbeiter, wir arbeiten in familienähnlichen Strukturen und ich habe Nils schon in einem fortgeschritteneren Stadium kennengelernt, aber habe auch welche begleitet, die noch recht in Anführungsstrichen fit waren und die dann ganz heftig an dieser Demenz erkrankt sind. Das war auch für uns nicht einfach. Aber man lernt am meisten von den Menschen mit Behinderung selbst. Vor allem dieses im Hier und Jetzt leben und jeden Tag annehmen, wie er ist. Und Menschen mit Behinderung, egal welche Behinderung, die verbinden einfach, weil sonst hätte ich die Helga nie kennengelernt, die Helga hat mich nie kennengelernt. Und das wäre furchtbar gewesen. Es wäre nicht das entstanden, was es jetzt ist. Ja. Also ich lerne unwahrscheinlich viel für meine berufliche Erfahrung. Bringt mir gerade dieses Zwischenmenschliche so viel. Und da ist das Bindeglied, sind einfach die Menschen mit Behinderung. Ja. Stimmt. Das ist wirklich so. Schön, dass es sie gibt. Auch die besten Menschen der Welt. Unsere ganze Familie. Also Toni war unser erstes Kind und ich sage jetzt ganz provokant, die beiden anderen, die da noch gekommen sind, die hätten es nicht so schön gehabt, wie sie es jetzt haben, weil wir die einfach total annehmen, so wie sie sind. Wir sind dankbar um alles, was die zeigen, machen, tun, auch schulisch gesehen. Wir sind einfach froh um alles, so wie sie sind. Und ich kann mir gut vorstellen, das wäre ohne Toni nicht so gewesen. Da wären wir halt schnell in diesen Leistungsdruck auch reingefallen, obwohl ich jetzt Sonderschullehrerin bin und, und. Aber zu Hause bin ich halt auch einfach nur Mutter. Ja. Und da hat der Toni uns schon viel gegeben, was wir dann mit dem gemacht haben, Reittherapie und so, das haben die anderen auch alle. Also die Leni ist schon mit 6 Monaten auf dem Pferd gelegen und der Henry genauso. Das hätten wir sonst nie gemacht und auch die ganzen Treffen und auch die Menschen, die wir kennengelernt haben dadurch. Ja. Das haben wir schon Toni zu verdanken. Ja, ja. Auch innerhalb uns, also unsere Kinder streiten tatsächlich sehr, sehr wenig. Und das liegt am Toni. Also wenn der Toni da ist, die zwei anderen, die gehen voll aneinander hoch. Ich kenne das.
Aber wenn er da ist, das ist irgendwie so ein ruhender Pol. Oder die merken selber, da zählt noch was anderes. Da gibt es noch was anderes, was wichtiger ist. Ja. So, und das ist so. Wunderbar. Also die lernen ganz viel. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ja, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Nein, Nils und sein Bruder auch. Herz und eine Seele. Immer gewesen. Also der Matthias ist 2,5 Jahre jünger. Aber die hatten immer die gleichen Freunde. Er hat seinen Bruder überall mitgenommen. Ja. Also das war schon toll. Und gestritten haben sie nicht. Aber das lag auch nur daran, dass wenn mein Matthias die Hand hingehalten hat, mein Nils sofort, kriegst du alles, darfst du alles haben. Ja, das macht also, Toni auch, ja. Also hat sich nie mit ihm angelegt. Ja, ja. Und deswegen hatten die ein ganz liebes Verhältnis, da gab es keine Streitereien. Ganz so gar nicht. Aber ja, es prägt, ne? Also so ein Kind in der Familie zu haben, das prägt und hat nicht nur traurige Folgen, sondern hat auch eine ganz tolle, schöne Geschichte. Absolut. Ja, absolut. Man lernt, ich habe von Nils so viel gelernt, Güte, Zuwendung, Offenheit, einfach alles, was er von Haus aus hat, was uns zum Teil aberzogen oder dann irgendwann anerzogen wurde, wie auch immer. Das hat er einfach. Mhm. Und da hat man immer auch, ich habe immer oft gedacht, oh, Mensch, wie toll, ne? Er ist, wie er ist. Und genau so trauen wir uns nicht immer zu sein, leider. Ja, schade. Man hat uns vieles aberzogen. Nicht? Das tut man ja nicht und das macht man nicht. Und da denke ich, haben wir ihn oft drum beneidet. Seine ganz offene, liebe Art, mit Menschen auch umzugehen, ja. Da prallt auch viel ab. Also Hektik und Stress und so, die entschleunigen total. Also egal, an wen ich da jetzt denke, gerade speziell die Menschen mit der Trisomie 21, da gibt es das gar nicht. Da prallt es ab. Die sind gemütlich. Heute Morgen hatte ich es erst. Lass mich doch nicht stressen. Um 7 Uhr stand er noch nackt in seinem Zimmer und hat erklärt, ja, er legt jetzt aber erst die Kleider raus. Ja, ich sage, Toni, dein Bus steht vor der Tür. Mein Mann hat schon von unten gebrüllt, der Bus ist da. Und er hat aber gesagt, ja und, ich lege erst noch die Kleider. Ja, genau so ist es. Diese absolute Ruhe. Und dann was willst du denn sagen? Ja, das ist recht. Also, und am Ende, unterm Strich, muss man ja sagen, es geht ja dann auch. Also der Busfahrer hat dann halt 3 Minuten gewartet. Na, und, ist es halt so, ne? Ja. Aber das ist einfach die Art auch, diese Ruhe, diese Stille. Wir haben dann irgendwann umgestellt und haben gesagt, okay, wir wollen um 7 weg. Okay, um 7. Ah, dann fangen wir halt schon um 5 an, den Nils darauf vorzubereiten, dass wir weg wollen. Ja? Weil einfach Beschleunigung ist die nicht. Die brauchen Vorlauf. Genau, so geschwind in der Hektik. Nein, das kannst keine du Chance. Vergessen. Ja, überhaupt das ist nicht. Bei uns auch so. Im Gegenteil. Ein kleiner Sturkopf war er eigentlich früher immer. Wenn wir dann als Eltern versagt haben, dann hat sein Bruder, der ist da immer reingesprungen. Ja? Mama, lass mal, ich mach schon. Ne? Und das ging. Der ist spielerisch auf seinen großen Bruder zu und da war der sofort dabei. Nicht? Also, das macht mein Jüngster aber auch. Der hat neulich auch zu mir gesagt, Mama, ich glaube, der Toni versteht dich gerade nicht. Lass das mich nicht mal erklären. Ich kann das gerade gut mit ihm. Also er wechselt sich immer ab mit seiner Schwester. Kann mal die Schwester besser mit dem Toni und mal er. Aber ist auch ganz süß. Dann habe ich gesagt, aber komm, ja, geh du hin. Ich kann es auch gerade nicht mehr. Die gehen halt schon, auch spielerisch ran. Nicht? Das ist ganz was anderes. Nee, ich denke, sie geben uns unendlich viel. Absolut. Ja, das muss man sehen. Ja. Stimmt. Und deshalb denke ich, haben sie, also aus meiner Sicht auch verdient, dass man sie bis zum Schluss begleiten. Absolut. Das ist das Wichtige. Ich habe so viel Schönes erlebt, durch Nils, mit Nils, dass ich denke, und jetzt mache ich für dich umgekehrt und gebe dir was zurück. Denke ich, das ist eine Riesenaufgabe. Ich weiß es, aber ich hoffe, ich kriege es hin. Bestimmt, da mache ich mir gar keine Sorgen. Doch, das wird gut. Und ich komme gerne auch mal. Ja, das ist toll. Also genau. Doch, das machen wir. Das machen wir gern. Kein Problem. Schön. Und wieder verbindet der Nils. Und wieder. Und der Toni. Ja, absolut. Wahnsinnig viele Verbindungen hergestellt durch ihn. Das ist so. Ja, positive Dinge.
Schön. Prima. Gibt es jetzt von Ihnen noch, wenn wir jetzt am Ende angekommen sind, gibt es was Sie Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom oder überhaupt Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben, mit auf den Weg geben möchten? Ja, dass man das wahrscheinlich einfach nur annehmen, dieses Annehmen und auf, dass man gar nicht erst anfängt zu hadern, warum, weshalb, wieso ist es alles so. Das können und sind in den meisten Fällen ja auch ganz wirklich wunderbare Menschen. Und von daher, glaube ich, ist es einfach wichtig zu sagen, okay, meine Aufgabe, hier stellt sich einfach meine Aufgabe, begleiten, dabei sein, Freude haben, Spaß haben, das zu nehmen, wie es ist. Weil hadern und verzweifeln, das hat schon manche Familie zerrüttet. Ja, weil wenn dann nichts mehr geht, wenn die Mutter nicht mehr kann, die Eltern sich nicht einig sind, bricht vieles zusammen. Und ich glaube einfach, dass man das versuchen sollte, positiv zu sehen. Man hat eine Aufgabe gekriegt. So, und die muss man jetzt bewältigen. Wir kriegen so viele Aufgaben in unserem Leben, dann nehmen wir sie doch an, oder? Also für mich war das irgendwann klar, annehmen, sonst kann ich es nicht. Das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Versuchen zu begleiten und da zu sein und Spaß zu haben, natürlich. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich denke, dass man nicht verzweifeln muss, es gibt Schlimmeres. Ja, ja, doch. Ja, und damit wunderschönes Schlusswort. Ich bin ganz sprachlos jetzt. Ja. Ja, interessant, weil wir auch die Konstellation noch nicht hatten. Zwei Mütter mit jeweils einem Kind mit Down-Syndrom. Ja, wie so der Austausch da auch stattfindet und die und Parallelen gezogen werden. Also ganz interessant. Ja. Ja. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter, aber das ist gut so. Ja, da kann man ja auch drüber reden. Das ist eine tolle Sache. Ja. Ich freue mich drauf. Schön, vielen Dank, dass Sie beide da waren. Gerne. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant und wirklich inspirierend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Prima, ja, geht mir auch so. Ich war ja ein bisschen aufgeregt, ich gebe es zu. Ich habe mir gestern einen Zettel gemacht. Dann ist mir aufgefallen, vergiss es. Das geht gar nicht. Du weißt doch noch gar nicht. Ne? Mhm. Und so ist es wirklich, wenn man einfach erzählt, das ist immer am einfachsten. Ja. Genau. Dann kommt man da gut rein. Ja. Wir haben ja immer so eine kleine Blitzlichtrunde zum Schluss. Was haben Sie denn heute noch so vor? Was ich noch vorhabe? Ah, das liegt auf der Hand, oder? Wenn ich schon im Lindenhof bin. Ich habe meinen Nils heute schon gesehen und habe ihm versprochen, ich komme nachher vorbei. Mhm. Wir haben noch ein bisschen, wir haben so ein bisschen Fingernägel, ein bisschen Fußnägel, ein bisschen Pflege, ein bisschen einreiben, ein bisschen Essen geben. Und ich bleib immer so lange, bis er wirklich eingeschlafen ist. Das ist für mich einfach toll. Ne? Kann ihn mittlerweile auch selber lagern. Ja, und wenn ich ihn dann so richtig reingekuschelt habe in all das, was ich gelernt habe, wie das gut geht, dann kommt eine CD. So, immer die gleiche natürlich, weil die Musik kommt und man sieht, ihm gehen eigentlich die Augen schon zu, weil das ist klar für ihn, muss diese Musik heißt schlafen. Und dann bleibe ich und streichel und kuschel und mach und bis ich höre, dass er ganz tief schläft. Und dann schleiche ich mich da raus und habe hoffentlich auch heute Abend wieder dieses Gefühl, was ich oft habe. Schön, dass ich für dich da sein konnte. Das ist prima. So, das ist das, was ich heute noch mache. Schön. Ja, und ich begleite die Helga erstmal rund auf die Gruppe, weil ich brauche das auch zum Tagesabschluss nochmal auf der Wohngruppe vorbeigehen. Ja, und dann gehe ich nach Hause und treffe mich mit meiner besten Freundin. Sehr schön, guter Plan. Ja, ich gehe heute auch nach Hause jetzt danach. Auch nichts mehr zu tun und könnt auch nichts mehr machen. Ich muss das jetzt erst verarbeiten, ich muss das jetzt erst zu Hause besprechen. Und dann freue ich mich heute auch besonders auf den Toni. Ja. Das ist schön. Das ist doch prima. Und ich freue mich heute aufs Schwimmbad. Ich schwimme da auch hin, genau. Das ist auch schön. Ja, schön. Genau, mal zum Abspannen sozusagen. Ja, das ist wichtig, ne? Genau. Loslassen. Genau. Ja, genau, ich gehe noch ins Zumba, fällt mir gerade ein. Das habe ich ganz fest vorgenommen. Ja. Das habe ich heute auch gelernt. Mir muss es auch gut gehen. Ja, also das hat dann mir
auch immer wieder und immer wieder gesagt, also die erste, die mir das gesagt hat, war die Frau Blum hier, die gesagt hat, bitte tun Sie mir einen Gefallen, ne? Passen Sie doch auf sich auf, man macht keinen Sinn, wenn Sie verzweifeln. Natürlich hier mittlerweile eine Freundin Nadine, die gesagt hat, bitte du musst nach dir gucken. Und ich dann auch festgestellt habe, ja, das ist ganz wichtig. Also je besser es mir geht, je einfacher ist es hier locker und lieb und liebenswert mit dem Nils umzugehen. Ja, genau. Ja, ja. Was passiert, wenn man übermäßig gestresst ist, wenn man einfach nicht mehr kann, dann fährt man schon her und denkt, nee, geht gar nicht. Ja. Und ich fahre immer her, in den letzten bestimmt, ja, die Anfänge lassen wir weg, aber jetzt fahre ich her und freue mich, fange schon da oben an, drehe meine Musik auf, die ich sonst immer nicht so gebrauchen kann. Das ist oft Musik und Stimmung, das hängt ja immer so zusammen. Und denke, ja, wenn du wüsstest, dass ich schon wieder komme, weil er kann es ja nicht wissen, klar, aber dann freue ich mich schon und denke, ja, klasse, freue mich auf den Tag, auf den Abend. Passt. Ja. Schön. Dann bleibt uns nur noch der Gruß zum Schluss. Und tschüss.